Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu Tropico 5. Vielen Dank fürs Einschalten. Machen wir weiter. So, Erdgas haben wir fast exportiert. Passt. Wir haben die 100.000er Marke. Immer noch super. Jetzt wir sind immer noch eine steinreiche Kolonie. Passt. Einmal frei. Ja. Da. So. Ja. Machen wir aber eh nicht, weil wir haben ja keine. Passt. Aber wir schauen jetzt mal nach, vielleicht haben wir ja doch welche. Schauen wir mal. Nee, haben wir nicht. Sag ich ja schon. Passt. Können wir nicht annehmen. Hier muss noch. Genau. Noch eins. Zack. Im Schnellbau. Oder auch der. So, mach mal. Den Erfinder. Und genau. Und der da. Zack. So. Werden wir brauchen. So. Wir haben immer noch gut Kohle. Bauen wir noch eine Bibliothek. Zack. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Sowjets in die Sache ein. Die USA wieder. Machen wir mit dem Schnellbau. Genau. Wir müssen Forschungspunkte erzeugen jetzt, bis die Schwarte kracht. So, passt. So. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Ja. So. Passt. Mach mal, das lassen wir noch. Rüsten wir dann später mal um auf eine Funkwache, eine Feuerwache. Haben wir noch ein bisschen Zeit, genau, passt. Haben wir noch die Feuerwache, passt. Passt. Genau. Und die ganzen Slums müssen wir mal beseitigen, sonst gibt es irgendwann Probleme. Dauert. Da kann auch ein Kraftwerk hin. So. Zack. Schnellbau. So. Monate, das passt. Sagt der Strom, es passt. Wir brauchen ja Strom jetzt dann bald ohne Ende, weil wir wollen ja die ganze Stadt versorgen. Das läuft noch nicht. Präsidente, eine neue Ära moderner Kriegsführung steht uns bevor. Dank unserer neuen Formeln können wir sicherstellen, dass 10 von 12 Bomben ihr gewünschtes Ziel erreichen. Die übrigen Bomben trafen unsere Mathematiker, bevor diese die Formeln perfektionieren. Der Flugzeugträger. Den werden wir auch noch einsetzen. Definitiv passt. Dauert. Ich mag mich bei meinen Sohn zusammen durchgerechnet.
Wie ich höre, nee, laufen ja, die Dinge für die karibischen Newcomern. Aufgeben. Das andere, da steigen die Profite um 20%. Das ist ja super. Gibt wieder eine Menge Geld. Passt. So. Brauche noch irgendwo eine Kirche oder eine Kathedrale. Aber ich weiß noch nicht wo. Wahrscheinlich hier. Wenn ich irgendwo eine bauen. Da wird sie nicht hinpassen. Nee, zu groß. Müssen wir daher setzen. Drück. Mach mal Priorität hoch. Müssen wir warten, bis wieder Kohle reinkommt. Perfekt. Sehr gut. Perfekt. Haben wir wieder gut Kohle. Dauert. Läuft. Passt. Wunderbar. Och, nicht schon wieder, Leute. Och, nö. Och, nöchen. Und wo? Hallo? Gute Frage. Mach mal. Passt. So. Passt. Och, nicht schon wieder. Och, wie oft noch. Priorität auf hoch. Bauen wir den Flugzeugträger. Jetzt ist es anscheinend schon abgeflacht. Nein, ist nicht. Bau mal auf. Schnellbau. Zack. So. Och, ihr Idioten. Bauen wir es wieder auf. Schnellbau. Warum zerstört ihr eure eigene Infrastruktur, ihr Vollidioten? Gibt's ja wohl nicht. Sind doch sowas von doof, die Idioten. Oh, man versteht, wer will. Ich würde mich nicht zu früh freuen, nee. Aber es herrscht Tauwetter zwischen Ost und West. Nicht. Zu teuer. Das wäre mir zu teuer. Perfekt. Passt. Gefischt. Präsidente, yay. Heute begegnete mir ein feindliches Atom. Es befand sich auf einer feindlichen Faust, die sich an einem feindlichen Arm befand, der sich an einer feindlichen Frau befand. Eine Provokation. Ich habe allen Atomen auf der Stelle den Krieg. Yay, das Atomprogramm, endlich. Das bauen wir dann dahin. Zu teuer. Müssen wir noch warten. Und in dem Bergwerk Eisen vollkommen erschöpft. Okay. Dann müssen wir das anzapfen. Genau dafür habe ich es aufgehoben. Bergwerk. Zack. Schnellbau. So. Läuft schon. Dann lassen wir alles so wie es ist. Perfekt. Vorarbeiter machen wir.
Magnat. So. Passt. Lass mal mal. Perfekt. Super. Dann können wir jetzt das Atomprogramm bauen. So. So rum. Zack. Straße länger. Hoch. Präsidente, in Zeiten wie diesen müssen wir uns an unsere mächtigsten Freunde wenden. Und unser mächtigster Freund ist der US-Präsident. Er kann ein Fass Bier trinken und immer noch eine Kuh. Okay, rufen wir ihn an. Genau. So. Howdy, Presidente. Ich habe mich schon gefragt, ob Sie mich anrufen würden oder die US Army eigenhändig besiegen wollen. Okay, brauchen wir mal einen Aufschub. Super. Perfekt. Das dauert noch. Call dauert. Dauert. Okay, dauert noch. Ah, kommt schon. Super ist oder auch nicht. Jetzt so. Passt. Jetzt hau rein. Fuck. Und wo? Da. Komm rein, kein Problem. So. Mülltrennung erlassen. So. Perfekt. So. Perfekt. Wo? Gut, war's drin. So. Läuft. Das dauert. Notfalls muss man mal Staatsschulden machen, um das fertigzustellen. Okay. So. Nimm mit. Komm. Falscher Hafen. Okay. 100.000 ja. Heulende Höllenhunde, Präsident. Ich bin ja so wütend. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt. So. Mach mal auf hoch wieder, wie immer. Oh, das sieht schlimm aus. Hoch. So. Oh. Soll ich wieder den US bringen? Das ist eine Mörderwelle, Präsident. Nee. Sie kommt genau auf uns zu. Ein Tsunami. Wow. Präsident, wir haben das Geheimnis des Fliegens entdeckt. Es ist fast so wie Fallen, nur rückwärts. Dann haben wir das Geheimnis des Landes. Wir leben noch, Präsidente. Ich hätte nicht gedacht, dass wir diese riesige Flutwelle überstehen würden. Danke, Penultimo. Jungs, Mädels, wohin des Wegs? Zur großen Welle geht's hier lang. Tolle Brandung, hiha! Präsidente, in schrecklichen Zeiten wie diesen ist es eine Freude, mit einem wahren Freund zu sprechen. Danke, Präsident.
Oh, das dauert. Wir müssen jetzt dringend was unternehmen. Jetzt machen wir Trick 17. Sacker wendet Trick 17 an. Staatsschulden. Und Schnellbau. Fertig. Sie haben es geschafft, Präsidentin. Tropico und die ganze Welt sind Ihnen dankbar, dass Sie einen Krieg abgewendet haben. Und jetzt haben wir eine große und schicke Atomrakete. Damit haben wir die Quest jetzt gewonnen. Und starten in die nächste Mission. Okay, das lassen wir. Aber auf Kerle Fortuna. Egal. Jetzt in die nächste Mission. Ne, ich verdattel mich auf. Das tut mir leid, aber egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Muss auch sein. Ich mach mal während dem Abspann noch eine Zigarette. Leon webt. Natürlich ist mein alter Freund nicht gestorben, sondern täuschte seinen eigenen Tod vor, um seine Feinde zu hintergehen. Das hätte ich an seiner Stelle auch so gemacht. Die Rückkehr meines Mentors war kein Zufall. Die Welt verändert sich. Es herrschen soziale Unruhen und steigende Besorgnis über Umweltverschmutzung, fossile Brennstoffe und Atomkraft. Es droht eine neue Energiekrise. Und Leon ist zurückgekehrt, um die Lösung zu bringen. Herr Tag Null. Hallo, alter Freund. Ich habe meinen Tod vorgetäuscht, um unsere Gegner irrezuführen. Doch ich kann nicht länger im Schatten bleiben. Ich kehre aus dem Totenreich zurück, um der Welt in Zeiten der Not zu helfen. Exportieren Sie 20.000 Uran. Machen wir. So, passt. Sehr gut. Mach mal. Okay. Ach, das ist unsere Touri-Insel. Mach mal. Industrialisierung. Und jetzt erschließen wir mal das andere. Oh, das ist abgerissen. Während die Nationalisten und die Bergwerk streiten, erkläre ich. Ich stehe hinter den Globalisierern. Bei mir am Strand und in der Jolly Roger sind alle willkommen. Alter, Geschlecht, Herkunft und Religion spielen genauso wenig eine Rolle wie das Surfgeschick. Nur eins muss man sein. Cool und gut aussehen. Idealerweise beides. Ah, Lulu. Lol. Zack. So, Straße. So. Schnellbohr. Bringt natürlich wieder Kohle, der Export von Uran. Das ist natürlich super, passt. Extra Rationen. Na, wir haben eine scheiß Zufriedenheit, sehe ich jetzt gerade. Okay. Okay. Es geht wieder nach oben. Wow. Okay. Sehr gut. Super. Okay. Super ist wunderschön, die Insel. Ich hoffe, das läuft jetzt alles gut und flüssig. Und wir können unsere Zustimmung noch ein bisschen pushen. Bauen wir noch. Ich muss jetzt hier noch irgendwas bauen, aber ich weiß nicht, was passt. Sonst nimm mit. Super.
passt. Brauchen Unterhaltung. Also zu wenig. Ein Wohnraum. Okay. Passt. Stadtentwicklung. Okay. Ölbohrturm abgerissen, brauchen ein neues Ölvorkommen. Aber brauchen ein Apartment noch. Zack. Nee. So. Zack. Schnellbau. Und auch da. Brauchen wir jetzt ein neues Ölvorkommen. Antike Ruinen. Irgendwo ist doch noch Öl. Schauen wir mal. Da. Bauen wir eine Straße durch. So. So. Mal einen Ölbauturm. Machen wir geologisches Gutachten. Haben wir mehr Vorkommen, deswegen. Jetzt kommt der Bohrturm. So. Zack. Schnellbohr. So. Perfekt. Da kann auch was hin. Nämlich ein Haus. Beides im Schnellbauverfahren. So, schauen wir rein. Passt. Fünf Bürger kamen an. Passt. Passt. Aber leer, aber egal. Handel machen wir Fisch. Passt, jetzt nimm mit. Ich brauche Kohle. Da, nimm mal. Napoleon-Komplex. So rum. Jetzt da. Sorry, habe ich mich vertan. Lian Kane lebt. Ich mag an ihrer Loyalität dem Orden gegenüber gezweifelt haben, aber unser Mentor versichert mir, dass sie noch immer unser bester Verbündeter sind. Selbst wenn wir uns nicht mögen, müssen wir einmal mehr zusammenarbeiten. Ölaktivisten, Ökoaktivisten streiken. Jetzt sind die Ziegen entsenden. So. Dauert. Jetzt so. Mach mal. Passt. Nee. Zu teuer. Müssen wir warten. Passt noch nichts Passendes. Auf jeden Fall das WLAN müssen wir machen. So. Jetzt regulieren auch die Forschungspunkte für unsere Forschung. Das lassen wir vorher noch. Da machen wir den Kranken- und Neugeborenen-Trakt noch. Das passt dann auch wieder. Passt. Immer frei. Sind im Plus in der Staatskasse. Superes. Perfekt. Läuft. Genau. Jetzt machen wir das untere. So, haben wir mehr Funde in der Erde. Passt. Ist Bauxit. Brauchen wir für Fahrzeuge. Und hier Eisen. Und auch, glaube ich, ja. Brauchen wir alles noch. So.
Wir brauchen wieder eine gute Zustimmung. Da müssen wir jetzt auch dran arbeiten demnächst. Mach mal. Passt. Ich möchte jetzt keine Touristenklasse draus einführen. Da braucht man noch Unterhaltung. Nahrung passt. Also Unterhaltung müssen wir noch pushen. Und den Wohnraum. Da ist die Schönheit zu scheiße. Können wir nicht bauen. Bauen wir noch. Genau. Den pflanzen wir dahin. Im Schnellbau. Auch für unsere Leute zugelassen. So. Und jetzt dürfte das auch wieder die Zustimmung ein bisschen in die Höhe treiben. Passt. Machen wir die Funkstelle wieder. So. Passt. Ist gerade geholt worden. Das auch. Und ist gut was drin. Wo wird wieder gestreikt? Da. Armee. Und wir haben schon 3000 an Uran exportiert. Super. Einmal frei. Also ungefähr ein. Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht gut in Mathe. brauche noch eine Taverne. Die Bauma. Lass mal. Braucht man einen schöneren Platz, wo sie hin kann. Strandanlage bauen wir noch. So. Einmal. Schnellbau. Und auch wieder für unsere. Boote. Bom. So hin. So. Schnellbau. So. Auch für unsere. So. Bergwerk Uran streikt. Das lösen wir jetzt schnell. Da. AP. So. Perfekt. So. Okay, wir müssen hier irgendwo noch eine Recyclinganlage bauen. Die Umweltverschmutzung drosseln. Müssen wir an der Kirche eine bauen. Jetzt haben wir wieder genug Geld. Dann kann man an der Kirche eine bauen, würde ich sagen. Das wäre eine gute Idee. Haben wir jetzt keine Zeit. In allen Medien der Welt finden sich Drohungen. Ja, hatte ich gerade vorzubauen und dann machen wir das mal. Bauen wir daneben. Dahin. Schnellbau. Mit Straßenanbindung. So. So. Perfekt. Einmal frei. Wunderbar. 5 Bürger kamen an. Super. Brauchen noch Häuser.
Hier. Und hier. Schnellbar. Und auch hier. So. Perfekt. Einwandfrei. Unsere Insel wächst gut vor sich hin. Passt. Einwandfrei. Ja, die Unterhaltung müssen wir noch pushen. Und den Wohnraum auf jeden Fall. Müssen wir mal in den Griff kriegen. Schon wieder ein Streik. Lama. Da, Armee. Dauert noch. Läuft. Dann nehmen wir den. Würde ich jetzt vorschlagen. Aber lass mal warten, bis ein Magnat kommt. Dann setzen wir den ein. Oh, das dauert noch. Da kommen sie schon. Und Häuser müssen wir hinbauen. So. So. Einmal. Zweimal. Schnellbau. Und auch da. So. Läuft noch gut. Super. Das lassen wir mal so. Gut. Arbeitet wieder gut. Super. Perfekt, lass mal noch. Super. Da nimmer. Schwierig. Vorarbeiter würde ich sagen. Aber lass mal. Finden wir mal einen anderen. Wenn wir einen Magnaten haben. Das passt eher. So. Dann schauen wir mal wieder hier. Und hier kann auch eine Recyclinganlage her. Bauen wir noch schnell. So. So. Mal hierher tun. Auch im Schnellbau in einer Straße. So. Sind die Leute wieder zufriedener? Das passt dann schon mal. So. Nee, passt. Super. So. Das ist ja schon mal wunderbar. Wir haben 7000 an Uran schon exportiert. Also fast die Hälfte. Super. Passt. Leer. Leer. Passt. Wieder ein Streik. Da. Armee. So. Die fahren wahrscheinlich außen rum. Dachte ich mir. So. Nee.
Genau. Passt. Machen wir das. Können auch andere hin. So. Passt. Passt auch. Damit werde ich mich jetzt dann gleich wieder verabschieden. Bauen wir noch Parkplätze kurz und dann werden wir den Part beenden. Wenn wir welche hier hinkriegen irgendwo. Nee. Dahin. Schnellbohr. So, mal speichern. Und dann verabschiede ich mich für diese Folge. Wie das weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Episode. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag und sagt schon mal im Vorfeld Hallo.